Bootfahren ist eigentlich nicht schwer. Doch beim Anlegen kann es mit kleiner Besatzung und schwierigen Verhältnissen wie Seitenwind schon mal etwas knifflig werden. Der neue Yacht-Controller Nemesis macht das Anlegen zum Kinderspiel und verfügt über viele neue Funktionen. Wo das Anlegen in kleineren Booten kein Problem ist, kann es auf größeren mit kleinerer Crew schon mal etwas unübersichtlich werden. Der Yacht-Controller ist mit 20 Jahren Erfahrung und über 18.000 installierten Systemen Marktführer auf dem Gebiet der fernbedienbaren Steuersysteme. Er macht es möglich, sein Boot auf Knopfdruck von jedem Punkt an Deck zu steuern. Mit dem neuen Modell Nemesis wurde nun eine neue Evolutionsstufe erreicht. Mit intuitiver Bedienung und vielen neuen Funktionen. Der Einbau dauert je nach Bootstyp nur zwischen 2 und 6 Stunden, denn er wird direkt am Steuerstand vorgenommen und es müssen keine Kabel quer durchs Schiff gezogen werden. Beim Steuern eines Schiffes per Funkfernbedienung darf es keine Fehlfunktionen geben. Denn reagiert der Yacht-Controller durch Interferenzen in der Funkverbindung kurz mal nicht auf einen Steuerbefehl, dann kollidiert das Schiff möglicherweise mit dem Steg. Um solche Fehlfunktionen auszuschließen, senden die Yacht-Controller seit dem Modell Dual Band, Vorgänger des Nemesis, nicht nur auf einem Frequenzbereich, sondern auf zweien. Um ihn auch bei feuchtem Wetter nutzen zu können, ist der Nemesis natürlich auch wasserdicht und sogar schwimmfähig. Wir hatten die Möglichkeit, einen Eigner bei der Probefahrt und der Einweisung zu begleiten. Ja, also im Endeffekt, wir haben einen Empfänger hier eingebaut. Das wird direkt an einen sogenannten Multi-Hub von Volvo, ja, in Verbindung mit der Schaltung. Wichtig beim IVC 2, das ist der neue von Volvo, wir müssen immer die Motoren als erstes starten. Ja, das ist sehr wichtig, bevor man den Yacht-Controller einschaltet. Mhm. Ja, aber das geht relativ einfach. Der Hauptschalter ist in der Hand. Ja. Wir haben hier einen Hauptschalter dafür eingebaut. Also es muss, ist klar, es muss in neutral sein. Warten, bis alles hochfährt, aber das ist alles gut. Ja, und jetzt können wir hingehen, bevor wir rausgehen, um Fender zu holen und Leinen und so weiter. Dann kommen wir hier hin, wir schalten. Das dauert ungefähr 20 Sekunden. Und da ist ein kleiner PC jetzt da drin. Ich kann mein Handy sogar mit dem Empfänger verbinden und dann kann ich gewisse Einstellungen ändern. Ja, mit meinem Handy auf dem Empfänger. Ich kann auch über ein VPN jetzt, also das ist der Empfänger jetzt, man hält den An-Aus-Knopf, bis es leuchtet. Jetzt und dann Kindersicherung zweimal. Okay, wenn es anfängt zu blinken, dann habe ich Verbindung. Okay. Jetzt kann ich raus. Ich habe der Bugsteuerruder hier oben. Ja. Das ist Bugsteuerruder. Heck. Okay. Ja. Die zwei Motoren einzeln oder beide zusammen. Also ich kann die eingucken ganz kurz. Ja. Mhm. Nur Steuerbord. Das wäre die zwei zusammen. Mhm. Wenn ich das hier drücke, habe ich Bug und Heck zusammen. Wenn ich am Steg halten oder wenn ich in der Schleuse am Band bleiben will. Und dann, ja, mehr ist es nicht. Der Anker ist nicht angeschlossen, aber man könnte zwei Anker, ich habe keine dabei gehabt, ja. Aber man könnte zwei Anker anschließen. Ja, ja. Also das ist alles manuell. Und dann hat man eine Automatikfunktion. Und wenn ich Automatik drücke, ich kann die Motoren mit Bug und Heckstrahlruder kombinieren. Ja, das heißt, jetzt hier oben ist das Schiff drehen zum Steuerbord mit die zwei Motoren, nur die zwei Motoren. Ja, ich würde es nicht hier machen. Und wenn ich hier unten in Automatik drücke, dann bekomme ich die zwei Motoren Bug und Heckstrahlruder zusammen und das Boot dreht sich schneller. Ja? Nutzt man nicht beim Anlegen und Ablegen, das ist nur, wenn man im Hafen rausfährt. Ja, was kommt noch? Gut, der Knopf hier in der Mitte hat momentan keine Funktion. Das ist nur schön, wenn man weiß, wo der Daumen sitzt. Okay. Ja? Das ist so ein Orientierungspunkt. In Zukunft wird es so sein, wir drücken hier und wir können die Fernbedienung einfach hin und her kippen, wo wir hinfahren wollen. Aber das kommt noch. Beschleunigung, Speed, aber das ist nicht angeschlossen hier. Ja, das ist nicht eingestellt, weil das Boot hier mit zwei Motoren fährt 4,2 Knoten oder so mit zwei Motoren. Also es ist nur einkuppeln und auskuppeln. Ja? Ein und aus. Das ist im Endeffekt das genau wie einfach der Gang einlegen. Ja? Aber nicht mit Beschleunigung. Okay, aber wenn du einmal oben drückst, ist der Gang eingelegt. Genau.
Nee, du, solange du hältst. Nur solange du hältst. Nur hältst. Okay, wieder raus, ne? Okay, weil ich gerade sagen wollte, dass du umgekehrt wieder neutral musst, aber sobald du den Finger wegnimmst, ist wieder neutral. Wieder neutral. Ja. Also kein Rückstau wurde, ja? Ja. Also jetzt nutze ich nur die zwei Motoren. Ich kann es auch in Automatik. Ich nutze zwei Hände gerade, ja, nur für die zwei Motoren zum Drehen. Eine nach vorne, eine nach hinten. Ich könnte in Automatik einfach oben den Kopf hier und dann habe ich nur einen Finger. Dann habe ich eine Hand frei, um alles um Fender und Leine zu holen. Ja. Aber ich komme nach vorne und dann können wir ein bisschen damit spielen. Ja. Passiert es während des Steuerns per Fernbedienung, dass jemand am Steuerrad aus Versehen den Hauptschalter des Empfängers abschaltet, dann macht die Fernbedienung durch visuellen und Vibrationsalarm darauf aufmerksam. Das System hat eine Reichweite von 25 Metern und so ist es problemlos möglich, während des Anlegens auf dem Vordeck oder auf der Badeplattform zu stehen und die Leinen über den Poller zu legen.